Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 3. The Blood Dragon. So rum wird's richtig. So, wir sind jetzt dabei, uns hier durchzumogeln und an diversen strukturellen Punkten ein bisschen Sprengstoff zu platzieren, und zwar in dieser Form. Du wirst platzen vor Freude. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. So. Okay. Wo geht's denn lang? Ach, hier. Und jetzt geht's hier lang rauf. Pfeil und Bogen scheint, wie gesagt, momentan das effizienteste zu sein. Ein bisschen Geld mitnehmen. Da liegt auch noch ein bisschen was rum. Ein bisschen Munition mitnehmen. Schwere feindliche Flammenwerfer mit praktischerweise freiliegenden Brennstofftanks entdeckt. So. Ich wollte nur den Rasen sprengen. So, der Feuerwerfer ja gesprengt. So. Ihr tut hier Sarkasmus mit dem praktisch freiliegenden. Okay, da hat man anderes Üble gesehen. Den hatte ich im Auge. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Genau, das ist unschön und führt zu Lohnkürzungen. Während der Arbeit zu sterben. So, wir müssen ja looten. Oh, hier. Lass dich nicht stören. Okay. So, weiter geht's. Aber mal gucken, was hier was finden. Gibt ja nur noch eine strukturelle Geschichte hier. Ah, da oben. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen raufklettern. Aber nur ein bisschen. Folge dem Pfeil. Genau. Genau. Immer dem Pfeil folgen. Abgeschlossen. C4000 gelegt. Bitte vor der Sprengung in den Sicherheitsbereich begeben. Achso. Sicherheitsbereich. Das ist aber schön, dass wir in die Sicherheit gehen sollen. Ekelhaft. Ich liebe das. Das sieht nach Sicherheitsbereich aus. Darf er drüber sein? Normalerweise könnte man ja auch rüber robben, aber das ist irgendwie nicht. Oh. Hier rüber gehen in den Sicherheitsbereich. Nur das neue C4000 ist so gut wie das alte C400. Ach die Scheiße. Nein, ist es nicht. Oh. Doc, der Sprengstoff tut's nicht. Dann finden Sie einen Ingenieur, der im Damm arbeitet. Da waren Zivilisten drin, aber... Ich kenne genau den Richtigen für so ein Vorhaben. Hier. Sie finden ihn über seinen persönlichen Peilsender. Na ja, klar. Ziel, Ingenieur im Innern des Damms treffen. Achtung, morgen Abend ist Chili-Nacht in der Cafeteria. Und es gibt eine extra Ration Kobayashi Cyborg-Schmieröl. Mit Kobayashi Cyborg-Schmieröl läuft es so geschmiert. Und weg. Wir sollen auch aufpassen, gehen so irgendwann die Pfeile aus. Irgendwie fliegt uns noch hier was um die Ohren. Ich suche gerade ihn da. Okay, oh, wo wird er in der Tür sein? Oder auch nicht? Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Hilft uns das hier irgendwo weiter? Ich glaube nicht.
Schön, wenn wir wissen, wer wir die Tür aufkriegen können oder wie wir hier reinkommen. Ah, hier, Tür doch offen. Warum ist auf einmal hier die Tür offen? Die war da erst noch nicht offen. Und mitnehmen, so. Auch hin? Alles klar. Sieh mal, Scheiß am Stiel. Boah, den hast du auch schon mal gebracht. Der ist nicht neu. Okay, gibt's hier irgendwas Spannendes zu finden? Nee, nicht wirklich. Okay. Okay, looten wir die Freunde nochmal ein bisschen. Looten ist ein bisschen nervig, das dauert halt immer ein bisschen lange. Aber das war bei Far Cry immer schon so, dass diese komische Animation zum Looten nicht besonders hilft. Wie es mit 1000 Gegnern auf einmal aufnehmen? Mit der Terror 4000 müssen sich die Kommunistenschweine sehr warm anziehen. Okay. Oh Baby, wo bist du bisher nur gewesen? Okay, nehmen wir die mal mit. Mal gucken, ob es hier irgendwas spannende Munition. Für 80er Munition kaufen. So, Waffen. Die Terror 4000. Hat leider keine Verbesserung. Hier können wir Verbesserung kaufen. Reicht die Kohle aus? Da muss ich mal ein bisschen rüber gucken. Weil das die Softbox im Wege. Nein, können wir nicht. So, okay. Jetzt große Minigun-Action. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. Eine neue Lieferung hochexplosiver roter Fässer ist eingetroffen. Sie wissen darum, dass das Personal in der Nähe hochexplosiver roter Fässer besondere Vorsicht walten lässt. Oh, draufhalten ja. Gucken wir mal die bitte. Oh. Sollte auch aufpassen, hinter uns niemand ist hier. So, hier sind wir. Hier geht's nochmal nach unten. Warum geht's ja nach unten? Und wo geht's da hin? Auf alle können wir ein bisschen was mitnehmen hier, aber hier ist. Das wäre hier der alternative Weg nach oben gewesen. Alles klar. Hätte man da sagen müssen. Alles klar. So. Einfach mal langsam vorwärts gehen hier. Ein Express ins Leichenschauhaus. Sieht ja schon mal sehr putzig hier aus. So, und weg ist ja. Oh, wo kommt der Hubschrauber? Okay. So, der Hubschrauber landet ja auch schon mal. Ungemein praktisch. Da ist ja auch hin. Da ist er hin. Du da drüben auch. Was manche Leute nie wissen, wann Zeit ist umzufallen. Okay, da ist er explodiert. Oh klar, schön, dass der jetzt... Oh Gott. Kurze Heilung. Heilung ist nicht. Ah doch, Heilung geht. Okay, das hat der Drache übernommen. Was ungemein und doofes... Bei der
wenn der Drache rumläuft. Der sollte uns vielleicht nicht gerade sehen. Okay, der läuft von dann, das ist schön. Irgendwo hier soll bestimmt eine Kiste sein. Ah, hier haben wir eine Kiste. Dann looten wir die mal. Was ist drin? Kohle. Ja. Ah ja, da sollen wir hin. Wir sollen den Ingenieur besorgen und suchen. Ah, Knopfdruck. Knopfdruck ist super. Das kriegen wir auch hin. Ah, da ist er doch. Missionsziel erreicht. Sind Sie Sazorex Code? Dr. Darling sagte, Sie wären sowas wie ein Held. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein einfacher US Military Mark IV Cyber Commando. Alles klärchen. Bahnen Sie mir einen Weg zum Reaktor, damit ich ihn runterfahren kann. Ich bin kein Cybersoldat. Okay. Und dann gehen Sloan die Lichter aus. Okay. Einmal wieder Beschützungsmission. Missionsziel: den Ingenieur beschützen. Wäre schön, wenn wir wieder das Ding auf Munition kriegen. Ich hab einmal Munition gekauft. Vielleicht sollten wir auch doch mal hier reingehen. Oh, Cola. Haben wir dafür Kohle? Ja, kauf mal die Karte. Dann können wir den Körperpanzer mal holen hier. Weil das könnte jetzt ein bisschen haarig werden. Hoppala, und raus da. So, schön, dass du schon mal vorstürmst. Obwohl ich noch nicht mal in deiner Nähe bin. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Dann machen wir mal unser Ding, ja? Okay, jetzt machen wir hier unser Ding, ja? Okay, ich habe mein Ding jetzt hier fast gemacht. Okay, den hat es ein bisschen zerbröselt. Den jetzt auch. Und weg ist er. So, ich hab eine Chance. Er ist ja auch erledigt. Und wo gibt's hier noch einen? Oh, wo ist hier noch einer? Ich bin dort. Ich würde den ja auch töten, wenn die weit wo ist. Dem Techniker geht's prima. Ah, ich habe dich aber jetzt gesehen, mein Freund. Du bist nämlich nicht schlau. Okay. Du hast viele meiner Soldaten getötet, Rex. Guter Junge. Warum beschützen Sie die Männer nicht, die unter Ihrem Befehl stehen, Sloan? Nur die Starken können sich selbst schützen. Das habe ich im Krieg gelernt. Alles klar. Zum Sieg hat es bei uns nicht gereicht. Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einöde gemacht. Das war lange nicht genug. Aber mein Sohn, das wird sich bald ändern. Das verspreche ich dir. Okay, wartet ihr noch wer auf uns? Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Achtung, Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf Unterebene 3. Säuberung auf Unterebene 3. Okay. Einmal auslöschen hier. Pump und weg ist er. Ah, da kommt wieder so einer her. Was willst du denn hier von mir? Wobei ich ja glaube nicht, dass so ein Flammenwerfer wirklich die ideale Waffe im Kampf von technischen Anlagen ist, weil das könnte schnell zu Problemen führen.
sauber. Bin auf dem Weg. Sieh eine an. Immer noch am Leben. Yep. Sie war Sloan. Ihre Omega-Force ist nur ein Omega-Furz. Rex, wir werden noch sehen, wer hier Furz oder wer Cybergott ist. Okay. Wo ist unser Freund, der Techniker? Ein bisschen Munition wäre super. Seit sie dich mit meinem Kampfprogramm gefüttert haben, klingt deine kleine Stimme in deinem Kopf nach dir? Oder klingt sie nach mir? Was faseln Sie da, Sloan? Na, vielleicht steckt mehr von mir in dir als von dir selbst. Okay. Macht dir Angst, dass ich dir keinen Grund zum Töten gab, sondern nur eine Ausrede. Jetzt hab ich's. Das ist die Brücke zum freigelegten Reaktorkern. Alle klar. Kommen Sie! Sie sind beim Kühlwassersee. Check die Cyberhaie! Okay, nicht wirklich. Er will nicht wirklich Cyberhaie schicken. Aber es ist Hauptsache, man setzt vor allen Dingen das Wort Cyber und dann wirkt es automatisch bedrohlich. Ich werde die Kontrollmechanismen überbrücken und lass das Baby überhitzen. Dann gehen Sloan die Lichter aus. Das haben sie schon mal gesagt. Licht aus. Für immer. Okay. Wir sind fast da, Sergeant. Warnung. Starke elektromagnetische Impulse. Ach, Kacke. Okay. Sieht alles super aus, ja. Die haben mich ausgesperrt. Sie müssen die Notfallüberbrückung des Schilds jetzt unter Wasser überbrücken. Aber denken Sie an die Cyberhaie da unten. Scannen. Unter Wasser Nebenanschluss deaktivieren. Denieren. Fundieren. Massieren. Zum Öffnen der Sicherheitssysteme. Okay. Mal runtergehen jetzt hier. Nebenanschluss deaktiviert. Geben Sie dem Nächsten einen Kuss. Kuss, Kuss. Okay. Wenn wir mal aufpassen. Weil mit den Haien will ich mich nicht unbedingt anlegen. Wo ist der? Ah ja, hier haben wir einen noch. Wo ist denn? Einmal schnell nach oben, weil ich kann mir vorstellen, ein bisschen atmen wäre auch super. So, wir haben kein Problem mit Haien gehabt. Mission beendet. Zurück zum Ingenieur, zum Händchen halten und frohlocken. Händchen halten, frohlocken, das kann ich. Gut gemacht. So. Jetzt muss ich mich nur ins System hacken und den Reaktorkern freilegen. Achtung, bitte nicht in der braunen Zone parken. Genau. Denk dran, nicht in der braunen Zone parken, ich weil... Ich jetzt die Reaktorschilde. Die dürfen mich nicht töten, okay? Prinzipiell ist das auch eine gute Idee, nicht getötet zu werden. So, die werde ich nicht töten. Moment, wo seid ihr? So, generell eine gute Idee. Ist da niemand da? Ist alles okay? Do your thing. Kämpft, ihr rostigen Spucknäpfe. Okay, du kannst ja mal deinen Job machen, mein Freund. Oh, auf weg. Hilfe, retten Sie mich. Bin da schon dabei, mach du deinen Job. Okay, das sieht doch alles super aus. Und wo? Wo? Ah, du, mein Freund hier. Okay, weg ist er. Okay, ihr meint schießen zu müssen. Retten Sie mich! Bin da dabei.
Sergeant, aber er überhitzt nicht. Sie müssen den Reaktor schlagen. Missionsziel, schlagen Sie den Nuklearreaktor. Ernsthaft? Okay. Reaktor schlagen. Benji, nein! Es ist zu kalt. Doc, ich hab's geschafft. Aber Benji nicht. Tut mir leid, Rex. Benji war ein guter Mann. Nein, Doc. Er war ein echter amerikanischer Held. Oh, da tropft der Patriotismus ja förmlich aus den... Das ist immer ein Argument. Ich fühle mich wie neu, Doc. Ich bin jeder Aufgabe gewachsen. Ich weiß nicht. In The Bishop of Battle bin ich so gut wie unbesiegbar. Doc, Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby. Oh. Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich. Jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey, wow, Doc. Nein, Rex. Also. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Eine genau. Abkürzung. Pimmel. Schätze, partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Ein Pimmel. Okay, jetzt sind wir hier. Ich denke, das sollten wir als nächsten Schritt dann auch nochmal uns hier drum kümmern. In die Richtung geht es dann weiter. Damit werden wir uns das nächste Mal befassen, wenn es ja heißt Let's Play Far Cry 3 The Blood Dragon. Und denkt daran, jeder, der der Spiele für Gewalt verantwortlich macht, ist ein Pimmel. Ein partiell irgendwas mit Lernbehinderung. Also bis dahin, ich bin MacFurago und sag Servus und Ade.